Dritte Ausgabe Kickstarter Schnickschnack. Wir hatten eine kleine Pause dazwischen, aber es ist mal wieder Zeit, Erfinder zu beobachten oder einfach mal über aktuelle Projekte zu motzen. Ach, keine Ahnung. Einfach ein bisschen sich auf Kickstarter auszutoben. Mhm. Genau, und das erste Projekt, Christian, das ist was? Würfel 2.0. Genau. Also, ich weiß nicht, seit wie viel 100 Jahren es jetzt Würfel gibt, aber da ist dieser findige Mann, Matt Fleming, der hat den Würfel, ich möchte jetzt nicht gleich mit Superlativen anfangen, aber ich glaube, er hat ihn revolutioniert. Yeah. Er hat, also eine Behauptung ist, dass man mit normalen Würfel total einfach cheaten kann. Und das ist jetzt seine Lösung. Er hat einen runden Würfel. Sieht man ja auch mal irgendwo im Video selbst? Außer am Anfang? Wenn du ein bisschen runter... Nee. Okay, im Video labert er nur. Da, nein, das ist ein normaler Würfel. Am Anfang des Videos sieht man da. Das ist er. Genau. Es ist einfach, eigentlich ist es, also wir können es auch mal anders sagen. Alle Pen and Paper Leute kennen quasi ein W12, also ein Würfel mit 12 Seiten. Glaube ich, hast du bestimmt auch schon mal gesehen zumindest. Ne? Ich habe damit gespielt. Ja, danke. Sehr gut. Genau. Also dieselbe Idee ist das hier auch. Das heißt also, es gibt jede Nummer von 1 bis 6 zweimal. Nur halt die Ecken sind, glaube ich, auch abgerundeter. Das zusätzlich. Aber in der Theorie ist das in meinen Augen ein W12, weil ich der felsenfesten Überzeugung bin, es gab schon damals diese W12-Würfel, das doppelt gemoppelt, W12er. Die schon abgerundete Ecken hatten. Also ich weiß, dass ich damals abgerundete hatte oder mit spitzen Ecken und so weiter. Und ich weiß auf jeden Fall, dass schon welche gab, wo einfach nur Zahlen drauf sind von 1 bis 6. Das ist keine neue Idee. Genau. Warum das jetzt $33.000 bekommt. Und zwar innerhalb eines Tages, weil das, also ich glaube maximal, nee, doch maximal ist halt 31 Tage, ne? Ich glaube schon. Ja, also das hat viel, viel Kohle schlecht gesammelt. Und also, wenn ihr eine Idee habt, warum das in irgendeiner Weise revolutionär ist, dann bitte schreibt es in die Comments. So ganz verstanden haben wir es nicht. Und falls ihr in irgendeiner Weise auch das Problem habt, dass ihr mit einem, weiß ich nicht, ihr spielt halt Mensch, ärgere dich nicht oder Monopoly und kommt mit einem normalen Sechserwürfel, glaubt ihr, ihr werdet nur permanent beschissen. Vielleicht ist das das Problem. Also spätestens deswegen jetzt damals in Monopoly verkackt. Spätestens jetzt, wo wir auf Powplays Wii Party U spielen, hier ein Link zu der ersten Episode, Cross-Promo, wissen die Leute, dass ich hier gescheatet habe. Da das ja ein normaler Würfel ist, konnte ich ganz einfach das alles manipulieren. Übrigens finde ich auch den Preis relativ teuer. Ein Würfel soll $5 kosten. Ja, da kriege ich ansonsten andere Würfel. Mit Versand $10. Wusstest du, dass ich letztens für 9 Euro ein Hemd gekauft habe, was sehr schön ist? Ist nicht wahr. Ja. Lass mich raten, wurde direkt in Bangladesch von ein paar Kindern zusammengenäht, die da jetzt jammerlich verrecken, weil du zu geizig warst, mehr Geld auszugeben. Naja, das war ein Sonderangebot, aber vielleicht, ja, schließt sich ja nicht aus. Ja, wobei das ist auch, da gibt es zwei Seiten bei dieser Medaille. Ja, aber was soll's. Gehen wir zum nächsten. Gehen wir zum nächsten, was also das verstehe ich nicht. Und es ist, der nächste ist wieder ein Klassiker. Es ist etwas, was im Kickstarter-Schnickschnack nicht fehlen darf. Da hat, also ich möchte ja nicht mit Superlativen jetzt um mich werfen, aber ich glaube, da hat jemand das Portemonnaie revolutioniert. Nein, du meinst einfach, dass sie ein Portemonnaie gemacht haben, wo was kleiner ist und... Lass mal das Video währenddessen laufen, damit man es auch so ein bisschen sieht. Nehmen wir mal die Musik aus, die ist nur ganz laut hier. Das ist ja wurscht. Ich gucke auch mal gleich mit. Es ist ja das bekannte Problem, es ist übrigens ein Deutscher, der das macht, auch wenn er rechts Seattle steht, aber siehst du das, der packt da so einen Freischwimmer-Ausweis am Anfang raus. Man kennt das ja, man hat 1000 Sachen im Portemonnaie. Gut, das Problem hat man nun wirklich, das erkenne ich noch. So, und auch 1000 Karten, gut, also viele Karten auf jeden Fall. Das verstehe ich auch noch. Und Kleingeld, okay. Jetzt ist dieser Mann so klug und denkt, okay, das kann man aber auch irgendwie in ein kleines Portemonnaie packen. Und dazu schmeißt er erstmal die ganze rechte Seite weg. Das ist immer der Anfang, der mich irritiert. Ja, ich weiß ja nicht, wie das mit euch ist, auch gerne in die Comments, aber ich brauche Kleingeld. Nein, ich bekomme vor allem Kleingeld. Es wird immer ein Vorfall kommen, wo ich Kleingeld habe. Ja, oder Kleingeld brauchst. Ja, wenn ich zum Fahrkarte kaufe. Fahrkarte kaufe für Sonstiges. Oder wenn ich, auch wenn ich einfach nur Franzbrötchen kaufen möchte. Oder was ich total toll finde, guck mal, wo er seine Versicherungskarte hinmacht. Ich würde meine Versicherungskarte da nicht hinpacken. Weil die sind hängen, Matt. Du hast nicht gesehen. So hinten ran, so mit einer kleinen, so einem Gummigurt hinten dran. Ja. Also ihr seht jetzt, glaube ich, schon das Prinzip. Man kann da halt ganz viel umflicken und so weiter. Warum eigentlich immer diese scheiß Flickkacke?
Warum nicht einfach wie ein Buch? Wo ist denn mein Vorteil? Und das Geld stopft er da halt jetzt so reingeknöselt irgendwie rein. Mhm. Was übrigens auch immer toll ist, weil das liebe ich ja. Erstmal mein ganzes Geld rausnehmen zu müssen, um den richtigen Schein zu finden. Minimalismus pur, scheiß Hipster. Ja, ich wollte dieses böse H-Wort auch gerade in den Mund nehmen. Ich will ja jetzt niemanden zu nahe treten, aber warum gibt es eigentlich jede Woche auf Kickstarter zwei Portemonnaies, die in irgendeiner Weise so aufgebaut sind? Ich weiß auch nicht. Und ich tue mein Portemonnaie auch garantiert nicht in die Arschtasche. Ganz bestimmt nicht. Das ist der Ort, wo da geklaut wird. Ja, das mache ich auch nicht. Also entweder die vordere Tasche oder eine Innentasche, wenn ich irgendwie mit Mantel oder was auch immer unterwegs bin. Oder Umhängetasche, aber auch da die Innenseite der Umhängetasche. Also da bin ich denn paranoid, gebe ich gerne zu. Aber um es nochmal... Aber er hat schon recht. Neben einem Apple iPhone sieht das echt gut aus. Ja. Ich kann es nur nochmal wiederholen, aber man braucht Kleingeld, sorry. Also das geht halt das nicht. Das wäre eine Revolution, wird man da irgendwas Cleveres irgendwie hinbekommen. Da würde ich sagen, Applaus. Nur noch Scheine. 1-Cent-Schein, 5-Cent-Schein. Perfekt, Problem gelöst. Gut, genau, also eure Meinung zu all den Dingern bitte auch immer gleich in die Kommentare. Und wie gesagt, seht ihr sowas halt sinnvoll an oder nicht? Und habt ihr nicht auch oder braucht ihr nicht vielleicht auch? Alles in die Kommentare. Wir wollen ganz viel in den Kommentaren wissen. Wenn da ganz viel drin ist, dann machen wir bestimmt mal eine. Wir gucken uns Kommentare an, Sendung. So. Vor allem würde ich einfach nur wissen, ob es denn Menschen gibt, die einfach den Sinn dahinter verstehen. Das wäre eigentlich für mich mal interessant. Ja. Okay, gehen wir zum nächsten. Genau. Also, ich muss zugeben, ich möchte ja nicht mit Superlativen hier um mich werfen, ne? Aber ich glaube, da hat jemand das Schlafen im Auto, im Bus, in der Bahn, da hat das jemand revolutioniert. Um auch mal dieses System jetzt zu verstehen, weil einige gucken das vielleicht zum ersten Mal sonstiges. Die Links, die ihr jetzt seht, die ich hier jetzt aufmache, die hat Nico rausgesucht und ich habe es vorher selbst noch nicht gesehen. Ich habe die alle schnell angeklickt, damit sie als Tab verschwinden. Genau. Von daher, ich habe selbst eine leichte Reaktion. Also, falls ihr jetzt eingefragt habt. Übrigens alles unten auch in der Videobeschreibung, ne? Zum Natürlich, Selbstklick. Ist immer alles genau. drin. Also, das Ding ist eigentlich, ist das eine Schlafbrille mit, mit Band hinten, also mit einem normalen Gummiband. Und wie du, fährst du das Video ab? Ja. Genau. Und wie du siehst, kennt man das ja. Man schläft in seinem Cabrio und dann knickt der Kopf weg. Und dann ist auch mal ein Typ, der breit grinst und eng eine Karte anzeigt. Ja. Ich weiß nicht. Also die letzten Mal... Annoying Head Movement. Ja. Wo ich geflogen bin. Oh mein Gott, der Sketch. Nein, warte. Warte. Das muss ich sagen. Oh mein Gott. Oh. Oh. Sketch, also wie hast du gesagt, 23. Sekunde. Ach so, die. Ja. Ich kann mir bitte aber auch als Standbild so lassen, kurz. Das wird das Thumbnail für diese Episode. Das Prinzip ist klar. Und es gibt ja ein Problem, übrigens, man muss da unten, also spring mal bitte zu Minute 1, da ist nämlich, wie intuitiv man das Ding anbringt. Es ist ja nicht nur so, dass man mit einer Schlafbrille generell so ein bisschen dumm aussieht, ne? Mhm. Aber ganz ehrlich, ich bin jetzt in den letzten paar Monaten öfter geflogen und auch viel Bahn gefahren. Beim ICE hatte ich immer so die Kissen, wo du eh ohne Probleme so anlegen konntest und auch im Flugzeug und so. Ich verstehe das Problem nicht und ich halte das auch nicht für so super auch geil. Klingt, aber ich kann mir nicht vorstellen, so zu schlafen, weil ich glaube, ich weiß nicht, ich habe immer sehr unwohles Gefühl. Du bist halt auch gegengepresst, ne? Ja, das ist halt, du wirst halt festgehalten und der Kopf ist irgendwie doch in der Schwebe die ganze Zeit. Das ist... Ja, und wenn du dennoch Arschlöcher hast, die hinter dir sitzen und die ganze Zeit an diesen Kackding ziehen, was ich machen würde, wenn ich hinter dir sitzen würde. Natürlich. Dann man ja. Man hat ja sonst nichts zu tun. Das ist schon auch schön, dass man da, auch, vor allem das untere Band, wie du unten auch an den Bildern siehst, geht ja auch noch übers Ohr rüber. Das ist natürlich auch super. Hat bisher gesammelt 1.900 Pfund. Er will 5.000, läuft noch 9 Stunden. Ich glaube, er kriegt das Geld nicht zusammen. Nee. Zu Recht. Mhm. Also, falls es irgendjemanden gibt, der eine Schlafbrille benutzt und jetzt total denkt, ey, geil, das brauche ich, gerne auch unten in die Comments und wie gesagt, eure Meinung. Gerne mal zum nächsten. Genau, das habe ich jetzt auch nur drin, weil ich es gebackt habe. Tatsächlich. Mhm. Das ist nichts anderes. Also, ich glaube, hier hat jemand die Wirtschaftssimulation revolutioniert. Und zwar, indem er Mystery, Rollenspiel und eine Business-Simulation halt zusammengemixt hat. Hm. Ja, man baute halt in diesen kleinen wunderbaren Spielchen, das soll irgendwann, August 2014 soll es mal rauskommen, zumindest die
Early-Version hier, Early-Access-Version, genau. Du baust da halt so ein Herrenhaus auf und musst da halt nicht nur Rätsel lösen, beziehungsweise einen Fall lösen, Mordfall, wie auch immer, sondern auch es verwalten halt, ne? Weil das ist ja ein Gästehaus oder ein Herrenhaus, wie auch immer, und da musst du halt auch ein bisschen für Kohle sorgen, aber währenddessen auch einen Mord irgendwie lösen, so in der Art. So weit habe ich das halbwegs jetzt bisher verstanden. Ich finde die Idee eigentlich ganz ulkig. Ich glaube halt, dass die Idee ulkiger ist, als nachher die Umsetzung wird, aber $15 musste ich ausgeben für um das die Early Access Version mir zu holen. Und ja, ab 45.000 gibt es übrigens auch eine Wii U Version. Ab 65.000 eine PS Vita Version. Ich habe so ein Gefühl, das erreichen die nicht. Ich habe das Gefühl, das normale Ziel wird schon ein bisschen knapp. Na, ich glaube, das kriegen sie schon hin, das normale Ziel. Ich meine, 7 Tage, 10.000, doch, denke ich schon. Ist auch greenlighted schon auf Steam. Aber das ist mal eins dieser Gaming-Projekte, wo die Stretch-Goals meines Erachtens nach in irgendeiner Weise auch realistisch sind. Ja. Also, das ist ja sonst meistens grundsätzlich das Problem. Aber ich fand es ganz lustig, die Idee auch. Also, es ist natürlich ein unfassbar spezieller Mix. Ja. Oder um es anders zu sagen, nix für dich, wa? Ich hab keine Ahnung. Muss mal ausprobieren. Ja, dazu müsstest du specken oder einfach hoffen, dass das klappt. Also, ich bin ja immer offen für neue Ideen, deswegen, Ach, aber Stan Aperay will nicht mögen. Das haben wir gern. Das ist natürlich. Ja. Das sind die Besten. So, gehen wir zum Letzten. Auch hier möchte ich, also auch ich möchte ja nicht mit Superlativen um mich werfen, ne? Aber ich glaube, hier hat jemand das Ladegerät revolutioniert. Der hat einfach nichts anderes als einen intelligenten USB-Charger erfunden, also so einen Wandstecker, kennt man ganz normal mit USB-Anschluss. Und der ist halt intelligent. Der ist so scheiße intelligent, der ist so smart, da ist ein Smartphone, der geht total kacke. Das Ding erkennt halt auch selbstständig, wenn dein Gerät halt vollgeladen ist und hört dann auf zu laden und, so entsteht halt kein Overcharging, also kein Überladeeffekt, der den Akku in irgendeiner Weise malträtiert und auch keinen zusätzlichen Energieverbrauch macht. Mhm. Die Grundidee finde ich nicht doof. Mhm. Die blöde Idee wiederum, und da mag man mich jetzt gerne korrigieren, ich glaube, ich habe mal so weit gelesen gehabt, dass es eigentlich besser ist, wenn der Akku konsequent immer aufgeladen bleibt, anstatt dieses. In diesem Fall wird er jetzt ja, ich sag, keine Ahnung, jetzt, ich sag mal 15% entladen und dann wird er wieder aufgeladen. 15% entladen, wieder aufgeladen. Ist das nicht schlechter für den Akku? Naja, ist dann nicht vielleicht sowas wie ein interner Timer, dass er dann 24 Stunden nicht mehr auflädt oder so? Keine Ahnung. Ja, aber das heißt denn ja, wenn ich mein Handy dann auflade. Und ich gehe dann, weg und so weiter. Und also laut ihm geht es ja eher darum, Energie zu sparen, anstatt den Akku zu schonen. Ja, aber wenn ich dadurch meinen Akku kaputt mache, dann kaufe ich mir schneller ein neues Gerät oder einen neuen Akku. Und dadurch verpeste ich doch noch viel mehr die Umwelt. Ja, Nico, dafür kommt dann ein neues Kickstarter-Projekt. Du musst auch mal mitdenken. Okay. Da gibt es halt den super mega geiler Akku-Kickstarter-Projekt, der den Akku revolutioniert. Ja, das Problem, was ich da einfach nur habe, ist irgendwie, also ich nehme ja maximal generell nur mein USB-Kabel eigentlich mit für mein Handy und so weiter, wenn überhaupt. Und das reicht mir ja meistens schon, weil irgendwo USB kann ich ja eh immer laden, entweder am Laptop, wenn ich ihn dabei habe, oder auch Tablet, wenn ich es dabei habe, oder was weiß ich, PC oder irgendwo immer. Bei uns in der Bahn gibt es halt neuesten USB-Ladestöpsel. Aber ja, ist es nicht so, dass das Handy dem Gerät sagt, wann es wieder aufladen soll? Kann das Handy? Our embed software intelligently powers off and back on, automatically delivering energy only on the needed to... Ich glaube schon. Ich glaube, auf dem Handy soll eine Software drauf sein, die dann sagt, ey, jetzt musst du aber nicht mehr laden. Das sind ja wieder so eine Arzi-Fazi iOS-Geschichte, wa? Ah, ja. Works with iPod, iPhone und iPad. Okay. Mhm. Da muss also eine App mit installiert sein, die im Hintergrund also läuft. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, ich kann mein Telefon nicht ausmachen. Machst du dein Telefon aus und auflädst? Also mein iPod oder so würde ich bestimmt mal ausmachen jetzt zumindest. Also das Telefon packe ich jetzt ja maximal eigentlich in Flugzeugmodus, ne? Wenn ich schlafe. Mhm. Aber das iPad oder den iPod, den machst du doch mal aus, oder nicht? Keine Ahnung. Ja, aber einen MP3-Player lässt du ja nicht kontinuierlich an. Mhm.
also, wäre jetzt meine. Ja. Ja, es war wieder schön, also, dass natürlich sozusagen ein Gerät entwickelt wird und über 60% des Marktes ausgelassen wird. Schön. Ja, vor allem, es ist ein normaler USB-Charger und es ist ja nicht nur, also es gibt jetzt ja nicht nur USB-Telefone, wir haben ja noch viel, viel, viele andere USB-Geräte grundsätzlich, aber. So geil, hätten sie einen Android-Switch-School oder sowas. Ich meine, zum Beispiel meine Digitalkamera wird über USB geladen, also. Da bin ich ja ein Scheiß. Ja, in diesem Fall bringt es einen Scheiß. Ich denke aber mal, dass wenn du nicht die App hast, dass er einfach kontinuierlich durchlädt. Natürlich. Wodurch aber der Vorteil wieder weg ist und du garantiert kein, was weiß ich, wie teuer das Ding ist. Was kostet denn das Ding? Ich glaube, 40 ist das Minimum, um das Teil zu bekommen. Ja, genau, 40. Ja. Also ich denke, wenn ich ein iPhone habe, würde ich das bestimmt kaufen, um meinen Freunden zu zeigen, wie teuer das ist. Weil sonst hätte ich ja kein iPhone. Und wenn du ein iPhone hast, läufst du dann nicht auch mit einem MacBook durch die Air und hast dann eh ein USB-Kabel und kannst es da laden? Ja, du wirst doch Energie sparen. Nein. Du bist doch hier Öko. Starbucks. Weißt du, was ich meine? Nein. YOLO. Nein, nein. Ja. Nein. Ja, keine Ahnung. Ihr iPhone-Besitzer da, wir sind ja keine. Ihr könnt ja sagen, ob das jetzt total geil für euch ist. Wobei ich mal der felsenfesten Überzeugung bin, dass der Typ auch noch eine Android-App dafür rauspfeffern würde, wenn es ein Erfolg wird. Ja, aber die kaufen sowas nicht. Ist richtig. Das ist ja immer das. Es hat ja oft einen Grund, warum bestimmte Sachen nur auf iPhone rauskommen, weil auch nur iPhone-User sowas kaufen würden. So, jetzt hast du einfach ganz viele Leute beleidigt. Wieso? Das ist doch nett. Wenn ich Metal-Fan bin, dann würde ich mir auch von einer Metal-Band Musik kaufen, aber so würde ich mir keine Metal-Musik kaufen. Es ist halt sehr zielgruppengerecht. Yeah. Du meinst, das sind dieselben Leute, die auch die dieses Portemonnaie haben, während sie mit dieser Sleep Easy im Zug schlafen? Ja. Und aus dem Portemonnaie dann irgendwie die Dings rausholen, die Bahncard und dann mit einem 12-seitigen Sechserwürfel würfeln, wie viel Geld sie nachbezahlen müssen. Also. Ja, genau. Nico, du hast es genau, erfasst. Also das währenddessen sie doofe Spiele spielen. Natürlich. Also eure Meinung dazu, auch wenn ihr ein iPhone habt, das ist scheißegal, ob ihr ein iPhone habt, aber mal in die Kommentare, ob ihr sowas sinnvoll... Ich muss übrigens sagen, wenn ich so ein Problem hätte, dass mein Gerät kontinuierlich immer mal keinen Saft mehr hat, ne? Weißt du, was ich mir dann kaufen würde? Ich würde mir einfach diese normalen USB-Charger-Dinger aufladen, die halt so einen internen Akku haben, wo du dann diesen Akku drin entlädst. Weißt du, was ich meine? Im Saturn gibt es so Dinger, die haben viele verschiedene Formen, scheißegal welche jetzt, zum Beispiel als Röhre, so ganz klein, kannst du dir vorstellen, wie zwei AA-Batterien aufeinander gestapelt, die kannst du am Stromanschluss oder per USB vollladen und dann nimmst du den mit und wenn du mal Strom brauchst, dann schließt du da an USB was an und dann wird halt der Akku, der drin ist, der vollgeladen wurde, dann entladen, um dein Handy zu laden oder was auch immer, verstehst du? Aber Nico, es geht doch um Energiesparen. Nee. Ich glaube, hier geht es in erster Linie um Azi-Fazi sein. Ja, aber wenn es um Energie sparen sein, dann würde er das Ding höchstwahrscheinlich nicht aus Plastik herstellen. Sollte auch mal gesagt werden. Wenn er Energie sparen will, dann würde er kein Smartphone verwenden. Ja, dann würde er ein altes Nokia benutzen oder sowas. Ein 3310 oder sowas. Ja. Was so 3 Wochen ohne Strom lief. Also ohne Aufladen hier. Ja, hör auf, Kinder träumen von sowas, die kennen ja das nicht. Das war noch Zeiten. Oh, ich muss mal wieder mein Handy aufladen. Nach 6 Monaten. Leute, die nie angerufen wurden, die konnten sogar 12 Monate mit dem Ding was machen. Stimmt, es waren 12 Monate. Heute ist man glücklich, wenn in irgendeiner Weise das Telefon durch glücklichen Zufall 2 Tage überlebt. Ja, das ist dann aber schon heftig. Da hast du ja schon alles ausgemacht. Da hast du aber auch nichts gemacht. Nee. Hast du kein Video geguckt oder so. Du hast es auch nicht angeguckt. Wenn du es anguckst, dann ist ja auch schon irgendwas los. Wehe, du fährst jeden Tag irgendwie 1-2 Stunden Bahn und vertreibst in deine Zeit irgendwie auf YouTube oder anderen Webseiten. Oder na, allein schon Bahn fahren, da musst du ja den Sendemast immer wechseln. Das ist ja hoch. Hoppidi hoppidi hopp. Oh Gott. So, also, wie gesagt, der, also nochmal, der hat ja nichts anderes gemacht, außer hier Akkus revolutionieren und Ladegeräte. Eure Meinung zu den einzelnen Projekten in die Kommentare. Und wenn ihr Kickstarter, Schnickschnack, Schingeldidack, hieß doch Schnickschnack, ne? Ja, bestimmt. Ja, sehr geil. Wenn ihr das so unglaublich toll findet, dass wir davon viel mehr Episoden machen sollen, dann müsst ihr da auch mal einen Daumen nach oben geben. Nicht wie die letzten Male.
Also immer. Das ist immer sehr deprimierend. Ja, jetzt müssen wir auch mal so ganz konkret. Jetzt sind wir PewDiePie. Ja. Wieso gehst du denn gleich diese Schiene? Ja, weil wenn schon, dann dicke. Jetzt machen wir die Sis-Fist. Sis-Fist. Okay, Nico ist zusammengebrochen. Nico ist weggegangen. Ja. Bis zum nächsten Mal!